Und es mag durchaus die ein oder andere. Alles klar. Heilen muss ich mich ja aktuell nicht. Hier ist ein Telefon, welches allerdings nicht klingelt. Ich benutze es trotzdem mal. Hallo? Scheint noch nicht zu gehen. Dann vielleicht später. Hier ist auch wieder so ein Püppchen in der Nähe. Hier sind noch mehrere Räume. Das ist zu. Das ist toll. Der wird auch zu sein. Ist super. Das ist offensichtlich zu. So, dann wäre jetzt noch jene. So, das würde dann jetzt wohl eventuell nicht. Doch, großes Zimmer mit Esszimmertisch, mit großem Esszimmertisch, auf welchem auch kürzlich noch gespeist wurde. So. Alles cool. Alles soweit cool. Soweit so gut. Und hier soll wohl irgendwie ein Gerät drin sein, mit welchem wir den Onkel schwächen können. So soll es angeblich sein. Nicht? Okay, ich glaube, aber warte, warte, warte. Was habe ich gefunden? Noten, ist das das? Nee, ich habe doch was anderes gefunden. Ich habe doch. War das jetzt eine Kartusche, oder? Die ich gefunden habe. Kann ja durchaus sein. Sonst eigentlich nichts Neues. Haben wir das hier schon gelesen? Wir haben doch vorher auch auf die Schnelle ein Dokument gefunden. Notenblatt Matilda Norton. Okay, Matilda Norton ist eine der Komponisten, die dieses Gegenlied komponieren sollten. Also einer bin ich, einer ist Matilda Norton, Henry Hughes und meins. Das heißt, ich brauche auch noch ein viertes Notenblatt. Okay. Klasse. Wonderful. Ich freue mich. Ja, das heißt, so wirklich durch sind wir noch nicht. Aber ich sag jetzt mal, es hat jetzt wieder ein bisschen Fortschritt gegeben. Das ist ja eigentlich ganz toll, ne? Dass es so lange dauern musste. Und dass ich dafür eine Lösung zu Rate ziehen musste, das ist natürlich sehr schade. Das ist echt schade. So. Es soll ja nur irgendwo ein Gerät sein, um den Onkel zu schwächen. Ja, an der Stelle muss ich leider nochmal die Lösung zu Rate ziehen. Go through the door in the rear right corner, also rechts hinten. In dem Raum mit dem großen Esstisch. Rechts hinten. Das wäre, kann ja eigentlich nur die hier sein. So. Da ist was. Okay. Haben wir was gefunden? Karte wurde ergänzt. Es ist. Dann ist das hier dieses merkwürdige Dingensbummensgerät, ja? Zur Schwächung des Onkels. Aber muss dir das jetzt so schwer sein, Leute? Jetzt mal ernsthaft. Ich habe mir nur wirklich die meiste Zeit damit verbracht,
nur zu überlegen, was hat das mit den Glocken auf sich? Und die Lösung sagt mir dann, du machst die beiden Glocken, benutzt sie und dann geht dann ein Tor auf. Aber das geht halt erst nach 2, 3 Sekunden auf. Ja, und wenn du das nicht weißt, dann siehst du natürlich erstmal auf Anhieb, es tut sich nichts. Onkelchen ist auch da, rennst du halt wieder weg. Was sollst du machen? So. Jetzt ist allerdings die Frage, wo ist der Onkel? Weil den brauchen wir ja jetzt hier, ne? Okay, ich mache jetzt aber auf jeden Fall mal Folgendes. Ich gehe auf jeden Fall speichern. Wobei ich so ein bisschen Angst habe, dass Onkelchen sich jetzt hier so verrannt hat, irgendwo. Und wenn es blöd läuft, nie wieder aus dieser Falle rauskommt. Und ich habe ein bisschen Angst, dass ich diesen Fehler jetzt mitspeichere. Und hier muss auch irgendwo noch so ein Püppchen stehen. Ja. Vermutlich hinter jener Tür, für die ich keinen Schlüssel habe. Jetzt schaue ich mir aber erstmal, bevor ich Onkelchen herlocke, sofern ich das überhaupt noch kann, schaue ich mir erstmal hier an, wie das hier funktionieren soll. Ah ja, das ist also hier. Eigentlich, ne? Das ist unglaublich. Ach du heilige Scheiße. Telefon? Bist du jetzt tot, Onkel? Nicht? Schade. Ja, bin hier. Elizabeth, bist du da? Yes, I'm still here. I thought you were. Ja, mehrmals. Something just. What was that? Elizabeth, dein Onkel, er wollte einfach nicht aufhören. Das stimmt. Nicht mal auf einfacher Schwierigkeitsstufe wollte er aufhören. Die anderen Musiker, hast du sie alle gebeten, jeweils einen Teil des Liedes zu komponieren? Hä? Warum ist das? Warum fehlt das da rechts? Ist ja egal. Ich frage jetzt einfach mal. It doesn't matter. We were all too late. All that matters now are my father's cylinders. We need them to. Wait! There's someone here. Los. Somebody is trying the door, Thomas. I must go. No, no, stop, stop. Let go of me. Let me go. Get off. Yo. So, Onkelchen ist. Ja, Moment, jetzt erstmal gucken, habe ich noch irgendwas zwecks Gesundheit? Nee, ne? Aber gut, hat mir jetzt das Leben gerettet. Auf jeden Fall habe ich jetzt mal einen Vogelschlüssel. Was ist mit Onkelchen? Ist der jetzt weg? Ist der noch gefährlich? Ist er tot? Der ist echt kaputt, wa? Okay. Also, Vogelschlüssel. Wo müssen wir denn hin? Da lang? Weiß ich nicht, soll ich? Jetzt geht's, okay. Der wird sich jetzt aber nicht wiederholen, oder? Soll er nicht. Ich speichere erstmal vorsichtshalber. Also, ich weiß jetzt auf jeden Fall mal zumindest, dass ich nicht erst bei der Hälfte des Spiels bin. Je nachdem, wie ich mich jetzt anstelle, dauert es natürlich nochmal so lange, wie es bis jetzt gedauert hat. Das ist ja klar. Mir geht es auch gesundheitlich nicht so dolle. Also dem Charakter jetzt hier, sagen wir mal.
Wir haben jetzt da vorne unser. Und Onkelchen rennt wieder rum. Ja, ist es denn zu fassen? Ist das toll? Ich freue mich jetzt sowas von. Also, sprich, es ist nicht ganz fehlerfrei, das Spiel. So, der Onkel ist jetzt in dem Moment erstmal geschwächt, aber sobald ich jetzt hier wieder einigermaßen vorankomme, ist der wieder aktiv. Plus Standardgegner, die jetzt noch rumlaufen. Naja, ist ja jetzt egal. Jetzt haben wir auf jeden Fall mal einigermaßen Fortschritt gemacht. Jetzt geht es im Prinzip hauptsächlich darum, zu versuchen, hier jetzt das Beste draus zu machen. Und ich überlege sogar tatsächlich, ob ich vielleicht doch den größeren, den längeren Weg nehme. Einfach. Ja, wollte ich jetzt eigentlich wieder nicht betätigen, aber ist egal. Wollte ich jetzt eigentlich nicht betätigen. Nein! Okay, gerade. Nee. Jetzt müsst ihr doch geradeaus links und dann in die große Tür. Ja, und Onkelchen ist wieder da. Also das ist. Also nachdem du dich jetzt so lange mit dem rumschlägst, könnten sie ihn jetzt auch wirklich weglassen, bin ich der Meinung. Bis zu der Tür. Zu welcher ich möchte. Ich höre den Onkel immer lauter. Es kann sein, ich bin gleich wieder tot. Er hat mich jetzt auch gesehen, das höre ich. So, Vogelschlüssel. Gehst mir auf den Sack, das kann ich dir aber sagen. So, jetzt habe ich wenigstens den Zylinder. Vielleicht kann ich jetzt wenigstens wieder wegrennen. So. Also, wenigstens tut er mir aber nichts, während ich in die Karte gucke. Also, ich habe den Zylinder. Jetzt habe ich den Vogelschlüssel. Das heißt, ich muss jetzt auf jeden Fall erstmal wieder in den zweiten Stock zurück. Da ist nämlich auch noch eine Tür, die nur mit dem Vogelschlüssel aufgeht. Hier oben brauche ich noch einen weiteren Schlüssel. Ich habe jetzt keine Lust, hier oben zu suchen irgendwie. Ich weiß auch nicht. Da scheint aber etwas zu sein. Moment, das sieht interessant aus, wenn ich reingehe rechts rum. Ah ja. Nein, ich habe nur drei Zylinder, ich brauche noch einen vierten. So, Zettel, Elisabeths Tagebucheintrag. 22. Oktober 1897, ich lese den jetzt ganz in Ruhe vor, obwohl ich verfolgt werde. 22. Oktober 1897. Vater hat Wind davon bekommen, dass ich ein Gegenlied komponieren will und dass ich die nötigen Schritte eingeleitet habe, um ihn aufzuhalten. Doch er hat vor, sein Lied heute Abend schon bei der Probe auf der großen Orgel am Personal zu testen. Ich fürchte, ich bin zu spät. Ich muss versuchen, ihn aufzuhalten. Im verzweifelten Versuch, seinen schrecklichen Plan zu durchkreuzen, habe ich mich bereit erklärt, für ihn zu singen. Es ist völlig schief gelaufen. Ich habe versucht, so viel vom Gegenlied zu singen, wie ich konnte, aber die Version, die ich vorbereitet hatte, war nicht fertig. Ich hätte auf Thomas und die anderen warten sollen, doch es war keine Zeit mehr. Jetzt fürchte ich, dass ich die Willip, Jetzt fürchte ich, dass ich die Lage verschlimmert habe. Der Blick von Vater, als ihm klar wurde, was ich versuche, war furchterregend. So hatte ich ihn noch nie zuvor erlebt. Das gesungene Lied und die Melodie von den Zylindern hat alle in den Wahnsinn getrieben.
Das war wahrlich nicht die Wirkung, die ich bezweckt hatte. Die Angestellten fingen an zu schreien und sich gegenseitig anzugreifen. Vater blutete aus den Ohren und danach war er wie von Sinnen. Er kritzelte Worte auf die Treppenstufen mit seinem eigenen Blut. Was habe ich nur getan? Kommt mir Onkelchen jetzt eigentlich auf der Treppe hinterher? Scheinbar nicht. Ja, ich höre zu, ich muss. Okay. Ja. Drei? Da steht drei drauf. Okay. Es scheint wohl. Oh, das wäre aber gut, irgendwie sich aufzuschreiben, ne? Habe ich das Gefühl. Da ist auch noch was da hinten. Wo ist denn jetzt Onkel? Also er hat mich offensichtlich gesehen oder gehört. Auf jeden Fall rennt er jetzt hier rum. Er wird ja wohl hoffentlich nicht die Treppe hier hochkommen. Da unten steht ja auch noch ein Bild. Muss ich mal gucken, was das ist. Nicht, dass ich hier die falsche Reihenfolge nachher einbringe. Also, eins, Fisch. Fisch ist 1. Vogel ist 3. Fisch 1, Vogel 3. 2, Hund. Also Fisch, Hund, Vogel. Fisch, Hund, Vogel. Käfig. Und was haben wir da? Das ist ja auch noch was. 5. Fisch, Hund, Vogel, Käfig, Hirsch. Fisch, Hund, Vogel, Käfig, Hirsch. Schauen wir mal. Klavier. Fisch, Hund, Vogel, Käfig, Hirsch. Und da geht eine Tür auf. Wäre ich jetzt wahrscheinlich, ohne dass meine Freundin mir jetzt im Hintergrund die Lösung so mehr oder weniger im Internet gesucht hätte, erstmal auch irgendwie vor der Wand gestanden, ne? Aber jetzt haben wir es ja geschafft. So. Jetzt sieht es hier eigentlich mal ganz interessant aus. Sieh mich nicht an, du Monster. Okay, mach ich nicht, wenn du nicht willst. Aber das ist doch jetzt das Dachbodenzimmer. Das ist das, in dem sie wohl die ganze Zeit gefangen war, ne? Aber sie wurde ja laut unserem letzten Telefonat aus diesem Zimmer entfernt. Hier sind auch noch interessante Dinge. Da muss ich mit Sicherheit auch noch was machen. Was ich jetzt allerdings auch noch gern... Ui. Uiuiui, da hängt Lloyd. Ja. Könnt ihr machen, was ihr wollt, ne? Ist ja euer Ding. Rausgucken ist nicht. Okay, also. Das ist auch nicht wirklich was bringt, ne? Ich mach die Tür mal zu, ich fühle mich besser. Einfach, ich fühle mich einfach besser, wenn die Tür... Was? Die geht nicht zu. Ja, ist egal. Also, hier ist noch ein Zettel. Elizabeth Tagebucheintrag 2. 23. Oktober 1897. Ich habe mich auf dem Dachboden eingeschlossen und die Tür verbarrikadiert. Die große Orgel scheint nicht dieselbe Wirkung auf mich zu haben wie auf die anderen. Und hier versuche wieder ganz, ganz locker flockig runter zu scrollen. Es ist fast nicht möglich.
Das alles begann mit dieser Kreatur, die unter Scare Point gefangen gehalten wird. Sie muss befreit werden, damit sie niemanden mehr schaden kann. Ich muss in diese Höhle gelangen, ohne dass mein Onkel oder Vater, steht da jetzt wahrscheinlich, ohne dass mein Vater und seine Männer mich finden. Sie sind nicht mehr sie selbst. Habe ich zufällig irgendwie eine Flasche bei mir, irgendwas zu trinken? Schade, gerade nicht. Okay. Gut. Soweit, so gut. Jetzt gehen wir hier mal rein. Mach da jetzt selber, mach nicht ich. Hallo? Ist es denn Ihr Kopf? Das ist der Papa. Der Onkel sieht ein bisschen anders aus. Das ist aber, denke ich, gescriptet, hoffentlich. Ich will jetzt nicht wieder vom letzten Speicherpunkt hierher marschieren. Ganz ernsthaft, meine lieben Freunde. Und eigentlich wollte ich ja einen zweiten Stock, denn da gibt es noch eine Vogelschlüsseltür. Und da gab es ja auch noch andere Türen mit anderen Schlössern, mit irgendwelchen gekreuzten Schwertern. Das Ding ist jetzt kaputt. Soll mir auch recht sein. Ja, dann. Also wenn ich weiß, dass ich das nicht mehr brauche. Ist das auch recht. Es kann ja jetzt. Also es kann jetzt wirklich nicht mehr lange dauern. Was haben wir denn da? Elizabeths Tagebucheintrag Nummer 3. 24. Oktober 1897. Ich habe es heute gewagt, den sicheren Dachboden zu verlassen. Dabei habe ich festgestellt, dass mein Vater unaussprechliche Dinge tut, wie zum Beispiel die Gesichter der Männer grundlos zu verbrennen. Was der Grund dafür sein könnte, dass sie merkwürdige Sachen über dem Kopf oder eben im Gesicht tragen. Ich kann hören, wie mein Onkel unter mir durch die Zimmer und Hallen stapft. Das, ja, habe ich jetzt auch gehört. Auf der Suche nach mir. Er ist zu einem seelenlosen Riesen geworden. Sie sind beide dem Wahnsinn verfallen. Tragen diese fürchterlichen Ritualmasken. Ich habe Angst. Einige Gäste zur großen Wiedereröffnung sind früh eingetroffen. Ich habe versucht, sie zu warnen, aber mein Vater und Onkel haben sie in ihren Wahn hineingezogen. Diese armen Menschen sind jetzt solche Monster wie meine Familie. Es ist zu schrecklich zum Beschreiben. Okay. Haben wir denn eine Karte? Aha. Okay, warte mal. Das klingt, beziehungsweise das sieht mir nach Keller aus. Das sieht mir nach Keller aus. Ja. Jetzt würde ich mich hier allerdings trotzdem ganz gerne noch ein bisschen umgucken bezüglich irgendwas zum Trinken, weil ich sollte irgendwie meine Gesundheit aufbessern. Der liegt schon eine Weile hier. Naja, er wird schon einen Grund haben, ne? Toll, dass sie mich hier unten eingesperrt haben, an einem Ort, an dem ich völlig selbstständig ohne Schlüssel wieder rauskomme. Aber ich scheine ja tatsächlich nur diesen Wäscheschacht oder was auch immer hinuntergerutscht zu sein. Jetzt erstmal speichern und Audio anhören. It is done. I have managed to make phonograph copies of three of my father's four cylinders. Three parts of the Siren Song. The fourth, I've come to realize, is the very same tune as the musical locket that you always wore, Mother. The very one which I was so fascinated with as a child. Even as an infant, were you grooming me to take your place as my father now commands? Whatever the truth of your misdeeds, Mother, I want you to know that I've arranged for these fragments of the Siren Song to be dispatched to four composers. Your locket to go to my dearest Thomas. With his help and theirs, we shall come up with a means to counter the power of the song my father so desperately seeks to control. Okay, also wissen wir das jetzt auch. Interessante Frage wäre jetzt eben noch, wie gesagt, ob da irgendwo noch so ein Fläschchen mit was zu trinken rumsteht. Aber könnte ich jetzt nämlich gerade sehr gut brauchen, scheint aber nicht der Fall zu sein. Das ist hochinteressant. Ich könnte mir vorstellen, hier eventuell auf Personen zu stoßen. Okay, das sind einzelne Zellen hier. Es ist sicherlich nicht ganz unschadhaft, da mal reinzugucken. Da liegt bestimmt irgendwo eine Flasche drin. Diese Leute hier wurden offensichtlich im Keller auch beschallt.
Ja, und wurden dann zu derartigen Kreaturen. Und hier klingt so, als wäre sogar ein Püppchen, jawohl. Wie viel haben wir davon jetzt eigentlich? Sammelobjekte. 10 von 20? Naja, wie gesagt, Ziel ist ja nicht, alle zu finden. Also ich nehme die, die ich finde. Und es mag durchaus die ein oder andere. Alles klar. Uiuiui. Also sie wissen es schon. Sie wissen schon, wie sie es machen müssen, die Herren und Damen von Wales Interactive. Ja. Ich werde mal vorsichtshalber die Luft anhalten und mich hier möglichst schleichend bewegen. Jetzt muss man natürlich auch davon, damit rechnen, dass eventuell hinter so einer Tür was lauert, ne? Aber jetzt sammeln wir erstmal Zettel. Mythologie. In der griechischen Mythologie ist die Sirene ein Mischwesen aus Vogel und Frau, das mit seinem lieblichen Gesang Seefahrer in ihr Verderben lockt. Sirenen und Meerjungfrauen sind unterschiedliche Wesen, aber lange Zeit wurden sie als identisch erachtet. Im Mittelalter kam es aufgrund von falschen Interpretationen von Schriftstellern und Künstlern zu einem Wandel in der Darstellung. Weg von einer vogelähnlichen Kreatur hin zu einem fischähnlichen Wesen. Dies hat über die Jahrhunderte dazu geführt, dass Sirenen immer mehr als Meerjungfrauen aufgefasst und dargestellt wurden. Was sie in der griechischen Mythologie nicht sind. Zum ersten Mal wurden sie in Homers Odyssee im 8. Jahrhundert vor Christus erwähnt. Spätere Quellen besagen, dass Sirenen Flügel haben oder dass ihre Köpfe denen von wunderschönen Frauen gleichen, während sie den Körper eines Vogels aufweisen. Das ist jetzt so ein bisschen interessanter Input, den man nebenher ruhig sich mal geben kann, ne? Für die Geschichte hier im Spiel jetzt nicht von Bedeutung. Aber dennoch gut mal gehört zu haben, bin ich der Meinung, ne? Wusste ich jetzt übrigens auch noch nicht. Also ich kannte Sirenen bis jetzt immer bloß so Meerjungfrau-mäßig, ne? Da, dass die mal geflogen sind. Gut, die gab es in God of War auch. In God of War gab es auch Sirenen, die geflattert sind, ja, ja. Aber gut, da hat... Bei God of War haben die Entwickler ja auch ein kleines bisschen selbst interpretiert. Bin ich der Meinung. Ich glaube, ich muss... Vielleicht nochmal gegenüber in dem Raum mich noch ein kleines bisschen genauer umschauen. Vielleicht ist da tatsächlich mal so hinter einer Tür oder so eine Flasche. Ich weiß nicht, ob die Programmierer so fies sind, dass sie sowas machen würden. Oder unter dem Eimer da. Oder generell da. Ja, wäre schon interessant, ne? Wenn sie hinter der Tür so eine Flasche verstecken würden. Aber ich glaube, das wäre ein bisschen zu fies. So, jetzt ist die Frage, wo sind wir überhaupt? Jetzt müssen wir wieder nach... Jetzt haben wir eigentlich schon alles gesehen. Jetzt müssen wir nach links, damit wir hier rauskommen. Wenn wir denn hier rauskommen. Es ist beinahe zu einfach. Ist das... Ah ja, das ist der vierte Zylinder. Ich habe alle Zylinder. Ich habe... 1, 2, 3, 4 Cylinders. Ich bin ja sowas von. Und das nach wie lange? 14 Stunden? 14 Stunden in diesem 3 bis 6 Stunden Spiel. Regal. Auf jeden Fall weiß ich jetzt, wo ich die einsetzen muss, nämlich bei der Orgel im Erdgeschoss. Jetzt muss ich es natürlich noch lebend zu Jena schaffen. Ich höre Schritte, die nicht die meinen sind. Ja, das bedeutet natürlich, hier läuft noch irgendjemand rum. Ich würde gern noch mal tatsächlich in den ersten Stock. Werde ich vielleicht sogar müssen. Mal schauen. Auf jeden Fall muss ich auf jeden Fall muss ich... Ich komme hier vielleicht auch gar... Nee, ich muss hier ja irgendwie rauskommen. Also die Tür da vorne... Gut, da bin ich ja früher schon nicht reingekommen. Der Raum hier ist ja auch neu. Das heißt, diese Tür wird jetzt höchstwahrscheinlich schon aufgehen.
Die Schritte, die ich jetzt hier höre, sind schon mal nicht in diesem Raum hier. Nichtsdestotrotz, ich möchte mich hier in jenem Raum, solange ich mich hier einigermaßen in Sicherheit wähne, nochmal kurz umsehen, ob hier vielleicht noch irgendwo eine Flasche rumliegt. Vielleicht in einem dieser Käfige. Hätten wir aber, glaube ich, auch schon gesehen, wenn da was wäre. Finde ich jetzt... Wäre jetzt wahrscheinlich auf einfacher Schwierigkeitsstufe vielleicht der Fall, dass hier was wäre. Aber jetzt müssen wir halt einfach mal schauen. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass der Onkel hier nicht ist. Dass wir hier an den hoffentlich nur Standardgegnern uns einigermaßen vorbeischleichen. Ne? Wir haben... Ne, unser Dingsbums ist ja kaputt. Ne? Unser Geräuschmacher der nächste Mal. Das heißt, der wird uns jetzt nicht mehr helfen. Da vorne ist einer, okay. Wir verschaffen uns erstmal einen Überblick auf der Karte. Okay. Also, die nächste rechts, dann gleich wieder rechts. Und dann mehr oder weniger schräg auf die Tür zu. Und dann kommen wir in den Gang, wo es zum Aufzug geht. Und mit jenem Aufzug müssen wir, glaube ich, sogar direkt in den ersten Stock fahren können, wenn ich mich jetzt... Wir werden sehen.